Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserem König Mikkel im Königreich Burgund, der hier schon in den Osten blickt. Dort hat der Papst einen Kreuzzug ausgerufen und so kämpft sich unser König jetzt hier im Winter, denn ausgerechnet im Winter beginnt dieser Kreuzzug. Das hat der Papst ganz wunderbar geplant. Zieht er los mit seinen 4000 Mann und den ersten Kampf, den sie eben führen müssen, ist der gegen die Kälte hier in Burgund. Ziel ist Saporischia und dahin machen sie sich aktuell auf den Weg. Es ist zuletzt allerdings, sind noch andere ganz bedeutende Dinge passiert. Unser König hat versucht, seinen ungeliebten Regenten loszuwerden. Das ist leider nicht gelungen tatsächlich. Er hat dann die Waagschalen der Macht zumindest nochmal ausschlagen lassen zu seinen Gunsten. Die Macht des Regenten ist dadurch nochmal deutlich reduziert worden. Aber es gibt ihn noch. Und er ist ihn nicht losgeworden. Und das Ganze ist tatsächlich erst im nächsten Jahr wieder möglich. Also die Beziehung zwischen hier unserem jungen König und seinem Regenten Dat, den Grafen von Vinoir, die entwickelt sich noch auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dann ist tatsächlich uns noch ein Rivale erschienen und zwar ein, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wie wurde er genannt, Schwiegercousin oder so etwas in der Form. Also auf jeden Fall ein sehr entfernter Verwandter, auf jeden Fall ein Enkel der Enkel von Girard war es genau, der Enkel von König Girard, der einen Anspruch hat auf das Königreich Burgund, interessanterweise. Und offensichtlich, ja, macht er sich Gedanken über diesen Anspruch und ich meine, es ist insofern ernst zu nehmen, als dass er ein Regent in Frankreich ist und Frankreich ein durchaus mächtiges Königreich ist. Also wenn er den französischen König dazu bringen könnte, für ihn zu kämpfen, auf der anderen Seite ist es auch eher unwahrscheinlich, dass der französische König ihn dabei unterstützt, einen Königstitel zu erlangen, also seinen Vasallen, denn dann würde er ja unabhängig werden. Aber auf jeden Fall schwelte ein gewisser Konflikt und in dem Zusammenhang ist mir noch eine andere interessante Sache aufgefallen, die wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Und dabei geht es um diesen jungen Mann hier, Herzog Auger von Hochburgund. Ihr erinnert euch, er kam bei uns zuletzt an den Hof, als wir Hof gehalten haben und hat uns vor Frankreich gewarnt. Er hat versucht, uns hier irgendwie ja, Geld aus den Rippen zu leiern, um Hochburgund zu befestigen, um unser Königreich vor Frankreich zu schützen. Naja, und schaut mal, er ist mit Frankreich verbündet. Also was war denn das für ein Unterfangen, für ein, ja, auch er ist irgendwie ein extravaganter Schwindler. Das ist sein Haus hier auch, weshalb es diese Verbindung gibt. Und zwar haben sie die gleichen Großeltern, Herzog Gaston und nämlich Helvise de Marache. Dadurch kommt das Bündnis zustande. Auch sie ist eine Enkelin von Gaston und sie ist die Gemahlin des Königs von Frankreich. Das heißt, er hat hier ein Bündnis und versucht uns vor Frankreich zu warnen. Also das ist auch ein sehr interessantes Unterfangen. Nun denn, und unsere Grenze zu Frankreich ist aber auch sehr, sehr lang. Also, wenn es nun darum ginge, hier irgendwie unser Königreich gegen Frankreich zu verteidigen, dann würde es definitiv nicht reichen, hier irgendwie hoch im Norden in Besançon irgendwelche Befestigungen zu errichten. Dann gäbe es deutlich größere Grenzen, die wir zu schützen hätten. So, nun aber zu unseren Kreuzrittern, die hier gerade durch St. Gallen marschieren, im tiefsten Winter. In Heilbronn gibt es jetzt eine Krankheit. Ah, das ist hier. Die Schweren von Kaiser Ludbert. Kleine Masern, eine Seuche in unserem Reich. Was macht denn noch unsere Hofärztin? Sie ist tatsächlich immer noch dabei, Seuchen zu bändigen. Ja, das ist dann in Ordnung. Oh, wir haben noch Gefangene. Achul de Reims ist dann tatsächlich gefangen? Das war einer der Anführer der Steuerschwindler sozusagen, die hier auch
begehrt haben, weil sie der Meinung waren, es würden falsche Steuern bezahlt werden. Gut, der wird dort jetzt aber erst einmal bleiben. Ja, also die Krankheit ist jetzt irgendwo hier in unseren Exklaven. Da brauchen wir jetzt nicht in die Abgeschiedenheit gehen oder unseren Hauptsitz isolieren. Das ist, glaube ich, erstmal nicht nötig. Hier finden irgendwelche Kämpfe statt. Es ist Zeit für eine Hochdeutschstunde. Schweißgebadet wache ich nach einem Albtraum auf, in dem mich ständig eine Eule verfolgt und meine Kenntnisse in der hochdeutschen Sprache auf die Probe stellt. Oh mein Gott. In manchen Kulturen ist die Eule ein Symbol für Weisheit, doch dieser gefiederte Unhold verfolgt mich die ganze Nacht hindurch und ich fürchte, ihn enttäuschen zu müssen. Vielleicht gibt es so etwas wie zu viel Wissen und dieser Traum ist eine Folge der Anstrengung, die ich empfinde, während ich meine Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten versuche. Das kann so nicht weitergehen. Oh Gott, wir können sogar Hochdeutsch vergessen, weil wir faul sind. Ja, dann ist das wohl so. Leider ist es ja mit Sprachen nicht so wie mit dem Fahrradfahren, nicht wahr? Wenn man einmal Fahrrad fahren kann, dann fällt man nicht mehr um. Mit Sprachen, die müssen leider regelmäßig irgendwie wiederholt und geübt werden. Ansonsten ist das schwierig. Und so scheint es auch in diesem Fall zu sein. Und weil unser guter Mikkel leider faul ist, wiederholt er und übt er nicht regelmäßig Hochdeutsch und hat es deshalb vergessen. Sowas. Hier ist jetzt noch jemand Neues beigetreten. Und uns wird eine Tochter geboren. Ah, ein Sohn wäre natürlich auch schön gewesen, um nochmal wieder seine Linie zu stärken und seine Herrschaft zu stärken. Philomena, ein schöner Name. Die kleine Philomena Delacote mögst du stark und weise werden. Und sie ist zart. Der Körper von Philomena ist nicht so stark, wie er sein könnte. Mensch. Einige, die hier diese körperlichen Mali sozusagen erben, auch wenn sie zum Glück nicht mehr so stark sind wie bei Mikkel selbst. Allerdings heißt das wiederum auch, dass wir sicherlich mal wieder eine Amme brauchen, nicht wahr? Und hier gibt es einige, die gut geeignet sind. Ingeltrude, hatte die nicht schon mal diesen Job auch inne? Sie ist bei ausgezeichneter Gesundheit. Dann werden wir sie mal einsetzen. Stallmeister bringt Rittereffektivität. Das wäre natürlich auch jetzt. Gibt es einige, die hervorragend geeignet sind. Alphonse. Er ist auch ein ausgezeichneter Ritter von uns. Das ist ein interessantes Wappen. Na, das geht dann natürlich schon sehr ins Geld. Aber jetzt so ein Stallmeister, der, naja, nochmal irgendwo die Ritter führt, der ist auch ein ausgezeichneter Ritter, das passt entsprechend. Jetzt hier in Kriegszeiten werden wir das nochmal machen. Jetzt haben wir leider einen monatlichen Verlust in unserem Geld durch diesen Krieg. So, wie sieht es denn jetzt schon aus? Aha, hier wird schon mächtig belagert, dann können wir uns wahrscheinlich jetzt hier auf den Weg machen. Oder hier schon mal unser Ziel jetzt auswählen. Zuletzt von Burgund ausgehend wurde uns immer der Seeweg vorgeschlagen, aber. Ah, und der örtliche Bildhauer, ja, wir hatten da jemanden angestellt. Emmengau kommt mit dem Ergebnis seiner Arbeit
zurück. Du untersuchst die Statue von Kopf bis Fuß. Es ist die Jungfrau Maria. Hallo, wollte er nicht irgendwie eine Statue von uns anfertigen? Ihre Hände sind im Gebet verschränkt und ihre Augen geschlossen. Die Skulptur ist präzise gestaltet mit einem komplexen Schleier, der Marias Kopf bedeckt und über ihre Schultern fällt. So sollte sie jeder wahrnehmen, wenn er die Liturgie lauscht. Ein berühmter Podestgegenstand. Wow. Ich werde dich an meinen Hof holen, damit du für meinen Namen werben kannst. Okay. Und er könnte jetzt sogar... Nee, das ist jemand anders. Arnaud. Gibt es denn hier etwas? Alberics Brosche? Dieser Kieferknochen von Matthäus, den könnte man doch sicherlich ersetzen. Da ist... Die Statue von Maria, 0,6, 0,1 plus weitere, ja, diese berühmte Statue ist da doch deutlich besser aufgehoben. Jetzt wollen wir sie uns aber auch nochmal genau anschauen. Ja, durchaus beeindruckend. Da hat er doch gute Arbeit geleistet, sehr schön. So, hier sehen wir jetzt einige verfeindete Armeen. Es werden erst erfolgreiche Schlachten geschlagen. Erste Belagerungen finden statt. Hoffentlich ist der Kreuzzug nicht vorbei, bis wir da sind. Vielleicht hätten wir die 40 Gold doch investieren sollen. Nee, hier geht ganz offensichtlich eine Schlacht aber auch verloren. Und der Großmeister ist gestorben. Und unser Rivale greift an. Scheint ja durchaus ehrgeizig zu sein. Oh, aber schaut mal, er ist gebrechlich. Kornischer Anspruch auf die Grafschaft. Okay, den Krieg müssen wir uns mal genauer anschauen. Okay, es geht hier um dieses Gebiet. Ah, er ist gar kein Vasall Frankreichs. Was habe ich denn erzählt? Er ist kornisch und dann ist es beziehungsweise bretonische Kultur. Er ist der Earl von Cornwall, interessanterweise, im Königreich der Bretagne. Und dann ist das jetzt hier ein interner Krieg gegen diese Gräfin Jutend. Hat er dort entsprechende Ansprüche. Ja, gut, dann versucht er sich vielleicht dort auszulassen, weil er sich nicht traut, Burgund anzugreifen. Oh, und schaut mal, auf der langen Reise ist unserem Mikkel ein Bart gewachsen. Die Seuche ist endlich wieder aus dem Reich verschwunden. Erholung von einer Krankheit für 57 Gold, ja... Das sollten wir uns leisten, denke ich. So, und hier sind 10.000 Mann, die jetzt verfolgen. Es ist ein wenig gefährlich. Auf der anderen Seite... Was ist denn mit diesem Fluss hier? Hier ist eine Brücke, der kann auch nicht... an jeder Stelle überquert werden. Der fachkundige Blick. Mit einem Funkeln in den Augen tritt mein Gast Arnaud. Ah, das ist derjenige, den wir finanzieren könnten, an mich heran. Herr, ich konnte gar nicht anders als die feine Handwerkskunst einer eurer Artefakte. Kein Artefakt, das tragen wir sogar hier, unsere Rüstung. Zu bemerken, allerdings kann nur jemand, der so erfahren auf dem Schlachtfeld ist wie ich, jene winzigen Anpassungen erkennen, die es zu einem noch mächtigeren Kriegswerkzeug machen würden. Ich blende ihn aus, als er etwas von Symmetrie, Ausgewogenheit, Klingverschleiß und so weiter zu faseln beginnt, doch ich begreife schon, dass Arnaud mein Artefakt verbessern könnte, im Austausch gegen ein symbolisches Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein schwaches Druckmittel, dieser Gast. Ja, von dem wir aber eigentlich eine ganz gute Meinung haben. Aber es ist doch so, dass wir den
tragen. Ja, natürlich. Nun, ich würde sagen, gerade in dieser Situation, wo wir einen guten Schuppenpanzer brauchen können. Ich weiß nicht, ob das ein wenig dauert. So, hier kommen weitere angesegelt. Aha, und hier wird die nächste Schlacht gewonnen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt hier mit unserer Belagerung beginnen. Oh, und es gibt in Europa einen interessanten Krieg. Der französische Anspruch auf die Bretagne. Er hat Anspruch auf das Königreich der Bretagne. Und ich fürchte, da hat jener König Bernot der Zaghafte keine Chance. Das ist ein internes Bündnis. Er ist hier noch mit Geoffrey von Burgund verbündet mit unserem Onkel, der allerdings auch gerade, ich würde sagen, ist im Kreuzzug unterwegs. Auch wenn er entsprechende Rüstung trägt, ist er das nicht. Er wird hier an der Seite der Bretagne kämpfen, allerdings fürchte ich, dass das nichts bringen wird. Nun denn, gut, wir werden uns jetzt aber endlich, wo wir angekommen sind, hier dem Kreuzzug widmen und werden unseren Teil dazu beitragen, indem wir hier entsprechende Belagerung machen. So, hier ist wieder ein Großmeister gestorben und jetzt noch eine Erbschaft gegeben. Wir haben ein Ränkespiel-Vorzug. Wahrheit ist relativ. Druckmittel fingieren Komplott. Das ist eine Sache, die ich mir bei Mikkel tatsächlich vorstellen könnte. Ja, insofern das nicht allzu stark mit seinem mitfühlenden Charakter konterkariert, müssen wir mal schauen. So, was ist hier alles Bedeutendes hinzugekommen? Ah, wir können die Machtteilung nochmal beenden. Ja, ich fürchte allerdings, dass wir damit jetzt warten müssen, bis dieser... Ist noch ein Verbrecher mehr? Ja, irgendwelche Unbedeutenden allerdings. Ja, damit müssen wir jetzt irgendwie warten, bis dieser Kreuzzug hier beendet ist. Denn ja, wir sind hier auch jetzt fern der Heimat. Da können wir diese Regentschaft jetzt nicht so einfach beenden. Und es dürfte dementsprechend schwierig werden, auch zu agieren. Sollte das jetzt in dieser Situation irgendetwas in Burgund planen, eher schwierig. So, 71%. Wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen. 83%. Wir haben hier noch eine. Wir haben hier noch einen Gefangenen gemacht. Was ist mit diesem Mann? Er kann uns nichts bezahlen. Lässt er sich bekehren? Ja. Dann, mitfühlend wie wir sind, werden wir hier nicht zum Henkersbeil greifen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was wir überhaupt noch tun können in der Zeit, die dieser Kreuzzug noch dauert. Ich denke, wir werden versuchen, ob wir noch eine weitere Belagerung stattfinden lassen können. Und Seku lässt sich bekehren und damit ist das für uns in Ordnung. Unsere Armeen stehen bereit, um im Heiligen Krieg um Saporischschja zu kämpfen. Ja, jetzt sind wir Kreuzritter geworden, okay. Wir sind doch hier schon beteiligt seit einiger Zeit. So, vielleicht können wir noch 4 Monate warten, dass wir noch ein bisschen was beitragen können. Wobei, wenn das hier belagert ist, nee, 94%. Glück gehabt. Vielleicht schaffen wir es, nee, die sind hier schneller mit ihrer Belagerung. Leider. Ach, wobei, bei Belagerung können wir dann natürlich tatsächlich nochmal, das hätten wir vorher noch machen können, einen Belagerungsexperten, so wie wir noch einen haben wir, hier auswählen. Dann sind wir vielleicht, sehr schön, die haben hier von der Belagerung abgelassen, um nochmal eine Schlacht zu führen. Aha, und damit haben wir jetzt zu den 100% beigetragen. Dann werden wir der Form halber hier noch weiter marschieren. Wobei,
Ha! Und dann sieh mal einer an. Unsere Kriegsbeteiligung 40%. Zwei fixe Belagerungen. Und schon sieht es so aus, als würde der gute Otto hier jetzt König von Saporischia werden. Diesen Moment wollen wir natürlich nicht verpassen, sofern der Papst, und jetzt ist es geschehen, diesen Kreuzzug beendet. St. Georg hat König Otto den Sieg im Heiligen Krieg um Saporischia geschenkt, nachdem sie Emir Enkel und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwang unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Da die besetzten Lande nun fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben, welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Der Schwab ist jetzt König von Saporischia. So sei es, sehr schön. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Oh, das hat uns aber einiges auch an Hohoho, an Prestige, an Gold, an allem gebracht. Wir werden unsere Armee auflösen und werden dann hier auf, wow, dieses durchaus beeindruckende Königreich schauen. Allerdings hat er, naja, nee, das sind ja jetzt alles auch, naja, da werden ja auch andere noch eingesetzt. Alles auch katholische Vasallen, die er jetzt hat. Sehr, sehr schön. Gut. Oh, Leute, es gibt jetzt hier gerade so viel, was unser Mikkel tun kann. Er kann auch die Legende beginnen. Oh. Aha, und wir haben jetzt, nachdem wir als erfolgreicher Kreuz Ritter hier zurückgekehrt sind, auch endlich die Gelegenheit, und das werden wir jetzt tun, unseren Regenten hier mit einem Wink zu entlassen. Das werden wir tun. Damit ist die Regentschaft beendet. Und wie gesagt, denke ich, ist jetzt, oha, er ist jetzt sogar noch Ehebrecher. Dadurch, dass er sich geweigert hat beim ersten Mal, werden wir jetzt auch ihn einkerkern. Wir haben einen triftigen Grund. Wir können den Titel aberkennen. Wäre das Tyrannei? Nein, das wird aber auch nicht annehmen. Ja, er wird aber offensichtlich auch die Einkerkerung wird fehlschlagen. Und damit wird er einen Krieg gegen uns beginnen. Achso, wir warten noch auf die andere Antwort. Dann warten wir mal ab. Ah, bekommen hier nochmal die Info über das neue Königreich. Ja, und wir könnten jetzt als Otto von Saporischia weiterspielen, aber nein, das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden uns weiterhin auf unser eigenes Reich konzentrieren. Ah, hier kann uns noch jemand Lösegeld einbringen, das ist auch schön und in Ordnung. Und was ist jetzt mit ihm? Jetzt können wir es versuchen, ihn einzukerkern. Ich denke, er ist auch nicht sonderlich beliebt bei vielen anderen. Es gibt uns etwas Anspannung, weil wir mitfühlend sind, aber nur 15. Und damit hat er uns den Krieg erklärt. Wir schauen mal gerade, haben wir noch andere Gefangene? Diesen Herrn hier. Auch er darf gehen. Er ist ein meisterhafter Philosoph. Dass das so grün blinkt, ist ja interessant. Vielleicht, wenn er sich bekehren lässt, kann er auch bei uns bleiben. So, jetzt geht das hier schon wieder los. Wir brauchen einen neuen Ratsspitzel.
Und das kann jetzt Herzog Ogier machen, der ohnehin ein Mächtiger des Reiches ist. Das werden wir mal zuweisen. Und dann müssen wir jetzt vorgehen hier gegen unseren Aufmüpfigen. Ich denke, es reicht, wenn wir unser Kriegsvolk ausheben. Und auch da wird aber unser König auch wieder selber anführen müssen. Und damit müssen leider auch die anderen Dinge hier noch ein wenig auf sich warten lassen. Ja, wobei er ist hier... Hat er sich jetzt hier noch Verstärkung geholt? Ah, er hat, wow, in 1000 Söldner investiert. Das Königreich Lothringen wird leider auch immer kleiner. Gut, dann sollten wir vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr tun. Hoppala, das waren jetzt schon viel zu viele. Oh, und wieder ist gestorben. Oh, sie starb unter mysteriösen Umständen, unsere Hofärztin. Mit Louise verheiratet. Ja, das ist aber unschön. Haben wir jemanden, der hier in der Lage ist? Unser Mann des Wissens, durchschnittlich. Ja, ich fürchte, da müssen wir jemanden suchen lassen. Mal schauen, wer uns dort vorgestellt wird. Wen haben wir denn da? Gargamel? Sehr schön. Bringt er seine Katze mit, Azrael? Afons? Und Dedeka, die aber nicht wirklich Ahnung hat. Afons de Toulouse ist auch unserer Kultur, von dem haben wir die beste Meinung. Seine Eignung ist durchschnittlich. Aber ihn werden wir einstellen. Dann werden wir aber auch ihm hier an dieser Stelle dann verbieten zu kämpfen. Wo ist er denn? Besonders gut war er ohnehin nicht. Afons werden wir verbieten zu kämpfen. So, jetzt wird hier die Schlacht geführt. Aktuell zu unserem Nachteil, aber wir kriegen jetzt noch Unterstützung. Sehr schön, 17%. Damit können wir, glaube ich, erstmal zum einen hier zur Belagerung marschieren. Und dann diesen Teil der Armee. Sobald möglich. Oh, und ein ungeschliffener Edelstein wurde jetzt vernichtet. Ich glaube, davon hatten wir aber zwei. Wir diese Armee auflösen. Jetzt hier unsere Belagerung tun. Das war jetzt keiner von den Edelsteinen, nee, die wir genutzt haben. Ja, wir hatten hier den Hinweis, dass noch etwas niedrige Haltbarkeit hat. Die Hasenpfote. 8 Jahre. Tragen wir die im Moment? Kann man das sehen? Ausgerüstet. Ha, wir tragen immer noch den Milchzahn. Die Hasenpfote nicht. Naja, sowas geht halt auch mal kaputt, oder? Das hier wiederum. Das hängt, meine ich, auch. Das sollten wir mal reparieren. Das hängt, meine ich, auch im Thronsaal.
Gut, dann werden wir jetzt hier weiter belagern. Wir haben die Möglichkeit, einen Kriegerorden zu gründen, wenn ich es richtig gesehen habe. Es gibt noch ein Event bei Hofe. Wir müssen uns momentan hier mit unserem Regenten auseinandersetzen. Also viel gibt es zu tun. Wir können dann uns um den Legendensamen kümmern. Wobei, Leute, das ist doch der perfekte Abschluss für diese Folge, dass wir das jetzt nochmal machen. So ein bisschen als kleines Schmankerl für alle, die tatsächlich die Videos komplett schauen und auch bis zum Ende gucken. Ein mächtiges Unterfangen für das Haus de la Côte. Okay, jetzt können wir auswählen, wen. Wir wählen uns aus. Belohnung nach Abschluss, okay. Dann wollen wir das mal erstellen. Die Legende von König Michael von Burgund ist so groß und weit wie die Welt, denn seine Taten sind unvergleichlich. Nachdem er von den vagen Gerüchten gehört hat, die das Land heimsuchten, fasste sich Michael ein Herz, um das schwierige Unterfangen zu vollenden. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn als Michael sich auf den Heimweg machte, halfen hehre Klingen. Die Heimreise war nicht einfach. Okay, das ist ein relativ random Text, ehrlicherweise. Okay. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine heimische Legende zu preisen. Oder wird durch euer Reich und darüber hinaus reisen, um Vasallen und benachbarte Herrscher davon zu überzeugen, eure Länder zu ihrer geförderten Legende zu machen. Okay. Das ist schon ganz schön teuer. Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit. Ja, wir müssen jetzt natürlich auch erstmal schauen, inwieweit sie sich verbreitet, ne? Wir sehen hier Wahrscheinlichkeit, das anzunehmen, 7,2%. Das wird immer weniger. Okay, wahrscheinlich müssen wir erst das noch so ein bisschen ja, teuer preisen hier am Anfang. Ja, ohnehin. Und dann ihn so ein bisschen rumreisen lassen, Legenden in der Ferne preisen. Wir werden uns jetzt erstmal hierum kümmern. Also werden wir jetzt unseren Hofchronisten damit beauftragen, die Legende unseres Lehnsherrn zu preisen und damit stärker zu verbreiten. Hat sich das jetzt hier schon verändert? Oh, minimal, oder? Kann das sein? Dafür, dass das so teuer ist. Nun denn, aber wir haben jetzt unsere eigene Legende. Wir sehen hier Förderer 0, Verbreitung in Baronien in einer. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das hier mit unserer ersten eigenen Legende entwickeln wird, während wir uns dann, wie gesagt, weiter darum bemühen, hier unseren Regenten loszuwerden, beziehungsweise sind ihn ja schon losgeworden. Das hat geklappt. Aber jetzt muss hier noch er entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Das dann aber weiter in der nächsten Folge. Diese ist schon lang genug geworden. Also geht raus in die Welt, liebe Leute, und preist die Legende von König Mikkel, verbreitet sie und tut Kunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.